Herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung Feldexkursion. Frühlingszeit bedeutet gleich Spritzzeit. In den letzten Tagen waren so einige Pflanzenschutzspritzen auf den Feldern unterwegs. Das Hauptmedium ist das Wasser, Leitungswasser oder Brunnenwasser, was genutzt wird. Wussten Sie, dass das einen großen Einfluss hat auf die Wirkung Ihrer Pflanzenschutzmittel? Heute gibt es ein Spezial direkt vom Versuchsstandort der NU Agrar aus Derenburg. Ich befinde mich gerade im Laborbereich des Versuchsstandortes der NU Agrar und möchte von hier aus Ihnen einige Versuche zum Thema Spritzwasser präsentieren. Viele verwenden das Wasser aus dem eigenen Brunnen. Und wenn wir uns über die Thematik Wasser unterhalten, ist es wichtig, sich Gedanken zu machen über pH-Wert, Wassertemperatur und auch Wasserhärte. Und je nachdem, in welcher Region Sie sich befinden, hat jedes Wasser unterschiedliche Eigenschaften. Und die bekommen Sie heraus, indem Sie einfach mal eine Wasseranalyse in einem Labor durchführen lassen. Fangen wir mit dem ersten Bereich an, und das wäre der pH-Wert des Wassers. Was ist der pH-Wert? Im Endeffekt gibt er einfach nur die Konzentration der gelösten Wasserstoffionen im Wasser an. Kann mit den Skalen 1 bis 14 angegeben werden. Je geringer oder niedriger die Zahl ist, desto saurer ist das Wasser. 7 bedeutet neutral und alles über 7 bis 14 ist dann basisch. Zu diesem Thema habe ich Ihnen einen kleinen Versuch vorbereitet. Hier können Sie 4 Gläser mit Wasser sehen. In dem ersten Glas ist das Spritzwasser enthalten, was einen pH-Wert von 5,7 hat. In dem zweiten Gefäß haben wir den Nährstoff Bor dazugegeben und Sie können sehen, dass der pH-Wert auf 8,5 angestiegen ist. In das dritte Gefäß wurde etwas Zitronensäure dazugegeben und Sie sehen, der pH-Wert fällt rapide ab in den sauren Bereich auf unter 2,3. Und last but not least haben wir versucht, einfach mal ein gängiges Pflanzenschutzmittel zu verwenden, um herauszufinden, ob das auch einen Einfluss auf den pH-Wert hat. Wir haben uns mal für das ethyphonhaltige Produkt Cerone entschieden. Das ist ein Wachstumsregler. Und hier können Sie jetzt auch ganz deutlich erkennen, dass der pH-Wert unter 2 abgefallen ist. Mit diesem Versuch wollte ich Ihnen kurz darstellen, dass bestimmte Nährstoffe, Zusatzstoffe, Additive und auch gängige Pflanzenschutzmittel einen Einfluss auf den pH-Wert haben können. Warum ist das Ganze wichtig? Weil der pH-Wert zum Beispiel einen großen Einfluss hat auf die Hydrolyse von Wirkstoffen. Das ist die Abbaurate von Wirkstoffen im Spritzwasser. Möchten Sie jetzt zum Beispiel Pyrethroide in einem Wasser mit einem hohen pH-Wert spritzen, dann kann es sein, dass eben das Pyrethroid innerhalb von 2 oder 6 Stunden zu 50% im Spritzwasser abgebaut ist und da nicht mehr die Wirkung im vollen Maße eintreten kann. Außerdem hat der pH-Wert einen Einfluss auf die Löslichkeit von Pflanzenschutzmitteln, beispielsweise von granulierten Sulfonylharnstoffen. Diese lösen sich im Spritzwasser mit einem hohen pH-Wert deutlich besser auf. Aber nicht nur der pH-Wert hat einen Einfluss auf diese Löslichkeit, sondern auch die Wassertemperatur. Wie warm oder kalt ist Ihr Spritzwasser? Verwenden Sie Brunnenwasser, das vielleicht Grad 3 oder 5 Grad Temperatur hat? Zu diesem Thema habe ich Ihnen jetzt nochmal einen Versuch aufgebaut. Hier können Sie eine Zentrifuge sehen, auf der steht ein Gefäß mit dem Spritzwasser. Dazu gebe ich einen granulierten Sulfonylharnstoff. Die Zentrifuge wird sich erst etwas langsamer und später schneller drehen und das Ganze steht eben für die Pumpe in der Pflanzenschutzspritze. Hier ist schön zu sehen, dass je schneller sich das Wasser dreht, umso mehr Granulat löst sich auch auf. Doch wenn Sie genauer reinschauen, sehen Sie immer noch unaufgelöste Granulatkörner, auch bei höherer Geschwindigkeit. Im nächsten Schritt ersetze ich jetzt das kalte durch lauwarmes Wasser. Alles andere bleibt gleich. Hier ist jetzt deutlich zu erkennen, dass eben warmes Wasser oder eine hohe Temperatur und eine hohe Geschwindigkeit dazu führen, dass das Granulat sich vollständig auflöst. Neben pH-Wert und Wassertemperatur spielt als letztes auch die Wasserhärte eine ganz große Rolle.
Das ist im Endeffekt der Anteil an Erdalkalimetallen im Wasser. Calcium, Magnesium, Aluminium und weitere. Das Problem ist, dass die sich an Wirkstoffe binden können, Komplexe entstehen und somit zu einer Minderwirkung von Pflanzenschutzmitteln führen können. Auch wenn wir gerade nur über Spritzwasser reden, haben diese zwei Versuche verdeutlicht, dass die drei Parameter pH-Wert, Wassertemperatur und auch Wasserhärte einen riesen Einfluss auf die Wirksamkeit von ihren Pflanzenschutzmitteln haben können. So, das war's mit unserem Exkurs zum Thema Wasser oder Wasserkonditionierung. Wenn Sie weitere Details dazu erfahren möchten, dann rufen Sie uns doch an oder schreiben uns einfach eine E-Mail. Ansonsten sehen wir uns nächsten Mittwoch wieder. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss.